Willkommen zurück, wir machen weiter mit Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Indy hat festgestellt, hier ist eine verschlossene Tür im Turm von im Heiligtum von Shambhala. Verschlossen. Ja, die Tür ist immer noch verschlossen. Wir haben nämlich jetzt hier diesen Shambhala-Schlüssel, natürlich passend zum Thema. Es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert, das hat man gehört. Das ist ja ein Krawall, das ist ja schrecklich. Naja, also hier draußen, die Tür mache ich jetzt mal lieber nicht auf, weil da kommen ganz viele Gegner. Die lasse ich einfach zu. Ich kenne diese Tür nicht. Und, ja, wir haben hier sehr viel zu tun. Und deswegen klettere ich jetzt einfach schon mal diese schöne Leiter hier hoch. Und sehe schon mal ein bisschen Wasser. Und da springen wir mal rein. So, mal gucken, ob wir hier schon irgendwas finden können. Nee. Außer eine schöne Fliesentextur sehe ich jetzt hier nicht viel. Deswegen gehe ich hier wieder raus. Gell, Indy? Ach so, diese Statue hier. Die da. Ich glaube, die kann man drehen. Aber ist hier jetzt noch was? Nee, da liegt nichts mehr und da hoch können wir, glaube ich, auch nicht. Nee, ich glaube, diese Statue kann man schieben. Genau. Oh, da ist noch ein Gegner. Ist eine Art Schalter. Genau, Indy hat festgestellt, das ist eine Art Schalter. Und er hat recht damit. Denn es ist eine Art Schalter. Indy. Bitte. Danke. Er hört wenigstens auf das Wort bitte. Das war bei Lara ja nicht immer der Fall. So, hier ist nämlich so ein komisches Eisviech. Die nerven wie die Pest. Hier kommen wir später erst rein. So, das, was wir eben bewirkt haben, mit dieser komischen Statue, die wir verschoben haben, das wird erst später wichtig. Jetzt müssen wir erstmal was anderes erledigen. Und zwar hier drin. Wir hören diese Uhr schon wieder, aber mit der Uhr haben wir jetzt nichts zu tun. Ach, guck mal, das Skelett hat eine Schriftrolle für uns, die wir aber leider nicht aufheben können. Schade. Und der hier auch. Schon wieder so viele Skelette, das ist ja furchtbar. In dem Heiligtum von Shambhala. Und hier schon wieder. Zwei Skelette. Es ist einfach nur unmöglich. So, hier die Leiter kann man hochklettern, genau, das weiß ich noch. Und hier gibt es nämlich auch eine Leiter. Und da oben finden wir, glaube ich, einen Schatz oder sowas. Genau, hier ist ein Schalter und da können wir, glaube ich, diese Brücke runterlassen. Und hier drin ist, glaube ich, ein Schatz. Und sogar Heilkräuter. Was ist das? Schön. Heilkräuter. Genau, Indy, du brauchst mir nicht immer alles nachschwätzen. Was ist das jetzt? Das sind Goldmünzen, Indy. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So, und hier unten gab es jetzt noch die Möglichkeit, hier an der Seite die Leiter hochzuklettern. Genau. Also in dem Teil des Levels kenne ich mich eigentlich relativ gut aus, weil ich diesen kleinen Abschnitt hier immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Also das behalte ich mir dann immer besser, weil das mir richtig Spaß gemacht hat hier immer. Und kann man die Scheiben auch einschießen? Oder mit dem... Ne, mit der Peitsche geht's nicht, aber mit dem... Revolver? Ach, Indy. Na gut, nehmen wir halt die Automatik. Nö. Da backt Indy nur wieder so komisch rum. Das heißt, das will er nicht und dann machen wir das halt nicht. Aber wir können die Fensterscheiben einschießen, aber ich glaube, das bringt uns so gut wie gar nichts. Wir können es einfach mal machen. Weil es Spaß macht zu demolieren. Aber viel mehr wird uns das nicht bringen. Genau, da kommen wir einfach nicht raus. Peng. So, und ich habe hier sogar zwei Schätze in Erinnerung. Genau, das ist dieses komische Kreuz. Das brauchen wir später. Da ist ein Skelett, was noch nicht richtig verwest ist. Eine Mumie? Soll das eine Mumie sein? Oder ein Mensch, was einfach noch nicht skelettiert ist? Aha. Ich habe das große Siegel des Klosters gefunden. Oh nein. Die schon wieder. Ich fange an, diese Kerle zu hassen.
Haben wir nicht eben das Fenster eingeschossen? Nee, gell? Gut. Hier, der Indie ist so ein Rassist, hab ich gehört. Unten kommen die Russen. Und Indie sagt, ich fange an, diese Kerle zu hassen. Ja. Alles klar, Indie. Ich hab nicht gedacht, dass du so rassistisch bist. Aber gut. Man lernt nie aus, ne? Genau, man kann nämlich hier hochklettern. Auf diesen Dachstuhl, genau. Das hatte ich auch noch so in Erinnerung. Und einen Goldbarren mitnehmen. So, C ist kriechen. Und da können wir rüber. Und gleich schon mal die Waffe ziehen. Ich glaube, ich nehme mal die schwere Pistole. Weil jetzt so ein paar Russen kommen. So. Und da müssen wir natürlich bewaffnet sein. Da ist er. Komm, hau nicht ab. Wo willst du denn hin? Hallo, ich bin hier voll falsch gerade. Da. So, die sind schon mal... Ah, da ist noch einer. So, wie viel Schuss habe ich überhaupt noch? 41, das ist okay. Ich habe jetzt zwar ein bisschen daneben geschossen, aber passiert. So, nehme die Munition mit. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es oder man lässt es bleiben. Weil ich speichere das gerade mal ab, um euch das zu demonstrieren. Hier draußen sind nämlich noch ein Haufen Gegner. So, man könnte jetzt rausgehen und diese ganzen Gegner abknallen. Was natürlich sehr lebensaufwendig ist. Ich glaube, da ist noch einer. Ich hatte mal 4 in Erinnerung. Kann mich aber auch irren. Und das Problem ist, dass diese Tür ständig wieder zugeht. Das ist das Problem. Deswegen muss man eigentlich immer wieder reinrennen, bevor man hier wieder durch das ganze Kloster oder was das sein soll, rennen muss, um diese Tür wieder aufzumachen. Sonst muss man den ganzen Weg außenrum wieder gehen. So, und ich nehme jetzt hier gerade mal die Sachen mit. Geh schnell wieder rein, bevor die Tür zugeht. Glück gehabt. So, mach's wieder auf. Ich habe mich jetzt irgendwie doch dazu entschieden, die Leute umzubringen, weil es jetzt gerade mal gepasst hat. Hier liegt nämlich jetzt noch eine Schrotflinte. Genau. Und dann können wir auch wieder reingehen, weil ich glaube, das war's schon, ne? Dann gehen wir wieder rein. So. Und jetzt nehme ich gerade mal einen Verbandskasten. So. Wie war denn das jetzt? Ich glaube, ich muss hier die Leiter hochklettern. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Aber wir machen es einfach mal. Seitwärts gehen wir A, glaube ich. D. Y. Das war springen. Indy, kannst du nicht mehr auf die Seite gehen? Nein, das war kriechen. Das war springen. Y. Ach, das war die Seitwärtsrolle, genau. Und seitwärts gehen ging doch auch irgendwie. Ich glaube auf S und A. Aber ich glaube, da braucht er eine große Fläche dafür. Genau. Der Indie-Tanz. Genau. A und S und Y. Oder so ähnlich. Egal, wir klettern jetzt erstmal hier hoch. Und von hier oben, ja, haben wir noch einiges zu erledigen. Ich erinnere mich an einen Raum, der ziemlich ätzend ist. 6 Geheimnisse haben wir brauchen noch 4 Stück. Das heißt, ja, die Hälfte vom Level dürfen wir schon ungefähr haben. Das hat geklappt. Und jetzt da, wie war das? Ach, können wir hier rüberspringen? Und einmal den Schalter drücken. Ich glaube, da öffnen wir diese Tür. Ach nee. Gut, wir haben die Leiter rausgefahren, auch recht. Gut. Speichern den Fortschritt. Und hier rüber. Hui, jawohl. Also, wie gesagt, später kommt noch eine ziemlich ätzende Wasserstelle, wo man so hin und her springen muss. Ich fand die nie schön. Aber vielleicht kriegen wir die ja relativ schnell hin. Ich bin mal gespannt.
Hier oben den Teil finde ich wieder schön. Also diese wohnlichen Teile von dem Spiel, die gefallen mir. So hier dieses Kloster von innen. Das gefällt mir. Genau. Können wir hier ein Buch mitnehmen? Nee, ne? Schau an, das zweite Buch der Poetik des Aristoteles. Das findet man nicht in jedem Bücherregal. Schön, da kannst du auch eigentlich gleich mitnehmen, Indy. Aber der Indy ist zu gut dafür. Der klaut nicht. Oh! Wo? Da! Ach, Indy! So macht man das. So, und jetzt nehmen wir wieder die Automatik, weil wir ein bisschen Munition sparen wollen. Oh! Da unten steht noch ein Gegner. Oh, da oben! So, das hat geklappt. Und, hier kann man, glaube ich, noch was anderes machen. Und zwar müssen wir, glaube ich, hier noch irgendwas einschießen. War das... Irgendwas war hier komisch, das weiß ich noch. Nee, während dem Springen schießt er nicht. Wie gesagt, er ist nicht Lara Croft. Das können wir einschießen. Jawohl. Aber wie gesagt, bringt uns nichts. Weil hier war noch was. Ich glaube, hier können wir... Das ist eine Sackgasse, aber da hinten ist ein Fenster, das nach draußen führt. Ich glaube, das können wir von hier einschießen. Genau. Und das ist nämlich wichtig. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Gut, dann können wir jetzt wieder auf die andere Seite gehen und ein bisschen hangeln. Den Typ haben wir ja schon umgebracht. Das heißt, der ist uns nicht mehr im Weg. Speichern das und machen eine kleine Kletterpassage. Ich weiß nicht, ob es in der Richtung sogar ein Secret gibt. Deswegen hangel ich jetzt gerade mal nach links. Aber das dauert bei unserem lieben Indy mal ein bisschen. Naja, was soll's. Hangeln wir halt mal ein bisschen. Und ich schnuppe in der Zeit ein bisschen was. Ein Duplo. Ich habe hier nämlich meinen schönen Schnuppkasten neben mir stehen. Also Schublade eigentlich. Und da esse ich jetzt ein Duplo. So, da habe ich jetzt Hunger drauf. Und wir haben alles umsonst gemacht. Und sind tot. Schade. Laden wir das. Ja. So, und jetzt gehen wir wieder nach rechts. In der Zeit habe ich mein Duplo gegessen. Ich weiß nicht, warum ich beim Let's Play immer so einen Hunger kriege. So einen Heißhunger. Komisch. Aber lecker. So, wir sind auch schon da übrigens. Und nehmen gleich mal ein paar Heilkräuter und Heilpflanzen mit. Hey! Heilkräuter! Immer gerne. Was haben wir denn hier? Heilkräuter! So, und das brauchen wir später. Ich weiß nicht, das ist immer ein Krach mit den Türen, das ist ja der Wahnsinn. Und ich habe die Lautstärke auf fast ganz leise. Ein Tick habe ich die nur. Ganz komisch. So. Jetzt gehen wir mal hier runter. Und wieder hier runter. Genau. Aua, das hat wehgetan. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir am besten dieses Tor hier aufbekommen. Ich muss gerade mal Krümel auflesen. So ist gut. Ich habe es auch gleich leer gegessen. Ja. Okay. Wir müssen die Tür aufbekommen. Das ist klar. Aber wie? Das ist die Frage. Weiß ich gerade ehrlich gesagt selbst nicht, aber wir werden das schon rausfinden. Ah, ich glaube, ich muss das nochmal drehen. Ah ja. Das hätte man nicht leiser programmieren können. So, und jetzt auf der anderen Seite kommen wir jetzt zu einem bisschen
ganz kleine bisschen ätzenderem Teil als eben. Und da gehen wir jetzt hin. Das hatte ich jetzt nicht vor, ich will nochmal hochklettern. Weil wir vielleicht oben noch einen Schatz finden können. Und es ist echt so, den Teil habe ich jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung. Und das vorhin mit diesem Zimmer, was mir so auch optisch gefällt, außer die Skelette vielleicht, das weiß ich dann wieder besser, das ist komisch. Ich habe ein ungutes Gefühl. Das habe ich auch, deswegen nehmen wir die Peitsche und holen uns das so rüber. Geht nicht, okay. Bei irgendeinem Artefakt geht das. Ich glaube, wir müssen einfach wieder schnell wegrennen. Eine Statue. In die schnell. Gut. Ich glaube, der Typ weiß nicht, was schnell ist, aber egal. Wir haben es geschafft. Und, stellen fest. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht, hat Inni mal festgestellt. Und wir nehmen ein Gegengift. Dafür haben wir die Dinger ja. Und weil wir die sonst eh nicht brauchen, können wir die auch ruhig nehmen. So. Ja. Das tat weh. Das hat weh getan. Deswegen kriechen wir jetzt. Und tricksen diese schöne Falle aus. Sehr böse. So, und da ist schon wieder so ein nerviges Viech. Was wir gleich wieder abknallen. Man darf aber nicht zu nah an denen stehen, wenn man die abschießt, weil man sonst zu viel von der Explosion abkriegt und dadurch sehr viel Leben verliert. So. Gut. Das hätten wir geschafft. Hier ist eine zertrümmerte und kaputte Leiter, wo Indy einfach mal durchrennt. Weil das ist ja nur Holz, ne? Da kann man dort durchlaufen. Und hier oben finden wir, glaube ich, jetzt die goldene Statue, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die können wir, glaube ich, mit der Peitsche holen oder so. Und wie ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, so die nächsten 2-3 Level kenne ich mich noch gut aus, weil ich das vor dem Jahr mal angespielt habe. Oh. Irgendwas mache ich wohl falsch. Gut, Indy macht mal wieder was falsch. Ach, das für den Aufzug, genau. Und es ist nämlich so, dass ich das vor einem Jahr mal angespielt habe und dann so in 3 Leveln oder so dann gemerkt habe. Also ich glaube, es ist das 2. Vulkanlevel. 2. Vulkanlevel oder so. Und da habe ich dann gedacht, ach, ich let's play das mal irgendwann. Das riecht geradezu nach einer Falle. Ja, Indy. Wir holen jetzt erstmal die Struktur her. Und da können wir in Ruhe reden. Eine Statue. Gut, Indy, bist du jetzt fertig mit Reden. Dankeschön. Ja, und deswegen kenne ich das Spiel noch ganz gut, weil ich es ja angespielt habe vor einem Jahr. Bis zu dieser einen Stelle halt, was in 3 Leveln sein dürfte. Und ab da kenne ich mich dann ganz miserabel aus in dem Spiel. Das muss ich dann ganz ehrlich sagen. Das ist die falsche Richtung. Jetzt können wir nämlich mit dem Aufzug nach oben fahren. Und werden da oben... Was finden wir denn da oben? Ach, fragt mich nicht, Leute. Ach nee, das komische Wasserrätsel. Oh. Achtung, Leute, gleich wird's ätzend. Und hier brauchen wir nämlich jetzt dieses Klostersiegel. Da ist ein Schlüsselloch. Jetzt brauche ich nur noch den Schlüssel. Jo, Indy. Dann gehe ich ins Inventar und hol das Siegel raus. So. Passt. So, und da sind wir in dem ätzenden Raum, den ich nicht sehr schön in Erinnerung habe. Klasse. Sehr schön. Nicht. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hier ging. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Hahaha. Ja. Das meine ich ernst. Weil die Folge ist eh bald rum. Und auf die Stelle habe ich jetzt eh keine Lust. Achtung. Es ist schön, dass der Indy immer sagt, wenn es gefährlich wird, aber er stirbt trotzdem. Ja, diese Stelle machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, meine Lieben. Macht's gut. Ciao. Bis dann.